Andreas B. im Büro der antifaschistischen Bildungsinitiative an einem geheimen Ort in Friedberg. Besonders viel Licht sieht der 28-Jährige nicht, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt. Alle Rollos sind runtergelassen, das Büro verrammelt wie ein Bunker. Aber ein gewisser Schutz sei eben einfach nötig, wenn man sich mit Rechtsradikalen anlege. Und genau deshalb will Andreas B. auch lieber nicht mit vollem Namen genannt oder von vorne gezeigt werden. Einfach zu gefährlich. Wir sind ja ein eingetragener und gemeinnütziger Verein, haben auch mehrere Preise gewonnen. Wir müssen uns trotz allem halt etwas versteckt organisieren, weil es immer wieder Angriffe durch Neonazis in Hessen, auch im Wetteraukreis, gab. Es gab zum Beispiel im letzten Jahr einen Brandanschlag in Wetzlar auf einen engagierten Nazi-Gegner. Und das sind Gründe, warum wir sagen, unser Büro ist halt etwas versteckt. Zwar sei der bekannteste Neonazi der Wetterau, der ehemalige NPD-Landesvorsitzende Marcel Wöll, inzwischen nach Sachsen-Anhalt verzogen. Das Nazi-Problem rund um Friedberg, Bad Nauheim und Butzbach sei damit aber natürlich noch lange nicht gelöst. Wir haben im Wetteraukreis verschiedenste aktive rechtsextreme Gruppen, zum Beispiel die Old Brothers aus Echtzell-Gettenau, Mitglieder der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend aus Butzbach und halt ein Großteil der NPD-Strukturen aus Hessen, die sich im Wetteraukreis organisieren. Das heißt also, der Wetteraukreis ist das organisatorische Rückgrat der rechtsextremen Szene in Hessen, was die NPD angeht, aber was auch lose organisierte Neonazi-Gruppierungen angeht. Gefährlich ist der Wetteraukreis auch dadurch, weil es im Wetteraukreis auch immer gewaltsame Übergriffe gab, wie zum Beispiel in Echtzell-Gettenau auf die Nachbarinnen des Neonazis, weil es seit Jahren Bedrohungen gegen Nazi-Gegnerinnen gibt. Besonders problematisch? Auch die Rechten seien inzwischen anpassungsfähig und versuchten mit immer neuen Mitteln, gerade junge Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Also in den letzten 6 bis 7 Jahren, seitdem wir jetzt im Wetteraukreis und in Hessen aktiv sind, hat sich die Neonazi-Szene gewandelt. Sie ist aktionistischer geworden, sie ist aktiver geworden. Sie ist halt auch, was jetzt so das Umfeld bei Jugendlichen angeht, deutlich vernetzter als früher. Das heißt also, früher gab es noch eine Trennlinie zwischen normalen Jugendlichen und rechten, rechtsextremen Jugendlichen. Die ist leider aufgehoben worden. Das heißt, inzwischen sind Neonazis fester Bestandteil der Jugendkultur in vielen Regionen in Hessen, hauptsächlich in ländlichen Gebieten. Was also tun? Etwa die Neonazis sowie deren Unterstützer an den Medienpranger stellen? Wie jetzt gerade erst auf der Internetseite nazileaks.net geschehen? Für den Vorsitzenden der antifaschistischen Bildungsinitiative zwar kein ganz unsympathischer Gedanke, aber wohl doch eher nicht der sinnvollste Weg. Besser sei es, direkt vor Ort aufzuklären und Prävention zu betreiben, vor allem bei jungen Menschen. Und dennoch, so ein bisschen Medienpranger muss schon sein, wenn man aufzeigen will, wo der braune Sumpf in Hessen am tiefsten ist. So wie es sich auch die antifaschistische Bildungsinitiative Friedberg auf die Fahnen geschrieben hat. Mein Appell generell wäre zu sagen, dass Leute einfach, wenn sie Neonazis sehen oder rechte Aktionen sehen, selbst darauf aufmerksam machen, sich das Ganze notieren, das öffentlich machen, damit einfach auch dagegen agiert werden kann. Also sprich, dass Leute über Neonazi-Vorfälle berichten. Und wie steht die antifaschistische Bildungsinitiative zu einem möglichen NPD-Verbot? Wie ja kürzlich erst auf der Innenministerkonferenz in Wiesbaden gefordert. Im Prinzip keine schlechte Idee. Aber nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, findet Andreas B. Viel wichtiger sei es jedoch, für Prävention und Aufklärung zu sorgen. Und vor allem immer erstmal einen Blick vor die eigene Haustüre zu werfen.